Da müssen wir erstmal noch mehr. Also wir müssen die vier Lava-Händler hier alle mit super Speed-Modulen voll haben. Dann brauchen wir noch zwei, drei Forges. Oh, du kommst nicht mehr hinterher mit dem Rauflegen. Du bekommst nicht genug Eisen. Das sind alles sehr komische Probleme hier. Bau bitte schnelle gerade Ärmchen, schnelle halbe Ärmchen, jeweils zwei Stück. Und dann erweitern wir das Ganze hier nochmal ein bisschen. Komisch, komisch. Und bau bitte. Oh, bau die ersten Logistikroboter. Okay, also Roboter sind in Arbeit. Ärmchen sind fertig. Das sind die halben Ärmchen. Du warst für halbe Ärmchen zuständig. Du kriegst jetzt hier ganz viele da. Also theoretisch, wenn du denn mal irgendwann durchgehend arbeiten würdest, was du nicht gerade wirklich tust viel, aber okay. Ich glaube, ich setze da mal eine Pumpe rein. Und zwar, wenn, dann gleich eine schnelle, haben wir gelernt. Damit der Tank sich hier schneller entleert und hier ein gleichmäßiger Fluss drin ist. So, das waren die halben. Und die ganzen bitte da oben. Genau, das sieht doch schon viel besser aus. Da ist durchgehend belegt, die äußere Spur. Und du wirst jetzt nicht hinterherkommen, denke ich. Oh, hält sich wacker im 190er-Bereich. Okay, okay. Du bist immer noch zu langsam. Wo ist die Pumpe? Da ist die Pumpe. Bau die Pumpe bitte dahin. Jetzt müsstest du durchgehen, was bekommen, ne? Na, es ist schon mal mehr. Leerst du dich? Boah, geht so. Es kommt kein Eisen an. Was? Wie? Wo? Panik. Achso, da unten wird alles weggefangen. Das eine Ding schafft es, das auszureißen. Das ist Hammer. Okay, okay. Achso, da unten. Geh mal da unten hin und nimm die Produktivitätsmodule mit. Und werf die mal hier rein. Und dann hätte ich gerne noch ein so ein Drill-Ding da. Und der kommt dann hier rum hin. Ich glaube, so wird mehr Sinn machen. Wenn das Ding überhaupt reinpasst. Aber es ist 3x3, also müsste es genau hinpassen. Ich brauche eigentlich gar kein Fließband. So. Du bist leer. Ich hätte gerne noch mehr davon. Du kriegst 3 davon. So. Also es kommt schon mehr Eisenerz an. Ich hoffe, es ist jetzt genug, damit das Ding da oben auch funktioniert. Du pufferst fleißig. Okay. Leichtöl staut sich immer noch viel zu sehr. Petroleumgas ist zu wenig da. Okay, wir müssen jetzt eventuell einmal das Split-Ding machen. Was ich vor einer ganzen Weile schon mal angesprochen hatte. Das heißt, wir brauchen kurz Eisen. Und dann stellen wir hier einmal einen Konverter her von Leichtöl zu Petroleum. Und ich klaue einfach hier von dem Fließband Eisen. So, bau bitte eine Chemical Plant, müsste das gewesen sein. Die kommt dann hier hin. Einfach irgendwo mittig, das ist egal. Das muss hier nicht gut aussehen. Sollte sich nur nicht mit irgendwas verbinden. Obwohl, das tut es hier gar nicht, ne? Hat keinen Eingang. Okay, dann gehen wir hier einfach raus. Geh da hoch. Du wirst gebaut, okay. Können wir den Schmelzöfen eigentlich noch irgendwas anfangen? Fällt mir gerade auf. Wir haben jetzt so 12 Stück im Inventar von rumfliegen. Müssen wir später gucken. Also ich werde jetzt versuchen, alles nach und nach mit den Flüssigsachen umzustellen. Auch die Stahlproduktion. Was ein bisschen kompliziert werden könnte. Und dann müssen wir gucken, was nachher effektiver ist. Also das flüssige Metall, wovon ich ziemlich ausgehe. Oder dann doch irgendwann wieder die Electric Furnace mit halt MK8 Produktivitätsmodulen drin oder so. Aber bisher scheint flüssig wirklich das Mittel der Wahl zu sein. So, bau bitte die Chemiefabrik dahin. Du würdest gerne das aufbrechen in das und dafür brauchst du auch Wasser. Oh, so rum. Okay, warte. Warte. Du, wo bist du hin? Achso, dich können wir erstmal befreien. Darfst du da in der Luft rumschweben, bis wir einen Roboport für dich haben. Du gehst mal direkt da dran, ja.
Dann gehst du hier unten rum. Das ist nicht gut. Auch wenn es Metallverschwendung ist, mach bitte hier unten und da oben. Und dann müssen wir da Wasser hinbekommen, das sich nicht verbindet. Das geht schon mal nicht. Doch, geht. Noch mehr Metallverschwendung. So. Wasser nach da. Und ich komme hier nicht mehr raus. Das ist auch nicht schön. Mach mal dann hier bitte. Komplette Rohre. Gehst du da unterirdisch und spuckst es da aus. Okay, und jetzt bittest du bitte das Ganze. Gut, 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 gut. Heißt aber auch, wir haben wieder einen Wasserabnehmer, wodurch das Ding da rechts in Bedrohung kommen könnte. Aber das gucken wir dann gleich. Die müssten sich langsam leeren, das arbeitet durchgehend und ist alles gut. Ich doch erstmal keine Speed-Module. Ich muss gucken, wie sich das hier hält mit der Waage. Weil wir brauchen eigentlich kein Plastik mehr, da bin ich mir ziemlich sicher. Also brauchen wir auch nicht so viel davon. Schwefelsäure sind wir fast voll, also ist okay. Schweröl. Ja, das ist allerdings auch ein Argument. Ich sollte dann wohl auch das Schweröl zu Leichtöl zu Petroleumgas machen. Haben wir jetzt aber nicht so wirklich viel Platz hier, um das zu machen. Kümmere mich auch später drum. Sobald irgendwo Probleme auftauchen mit den Ölgütern, kann ich das machen. Aber bis dahin ist okay. So, du bist voll. Scheint soweit alles gut zu sein. Produzierst schön deinen Sand. Ja, okay. Nö, muss mir keine Gedanken machen. Das ist doch mal schön. Dann hau doch bitte hier auch nochmal drei davon rein. Und bau gleich noch drei davon. So, was wollte ich noch alles machen? Ich habe mich eigentlich zweimal jetzt ablenken lassen. Ich wollte die Lava-Händler da machen. Ich wollte da Module reinhauen. Ich wollte eine blaue Chipfabrik bauen. Und ich wollte die gesamte Forschungsanlage von Ost-West nach Nord-Süd ändern. Wobei wir den Platz jetzt anderweitig hier brauchen. Also muss eventuell die gesamte Forschungsanlage weg und woanders hin. Muss ich mal gucken, wo. Also anbieten würde sich ja wesentlich näher an die Trankproduktion, ne? Das Eisen, es hält sich wacker auf diesen Stand. Das ist meh. Ah, aber Lava sieht gut aus. Das heißt, es hängt momentan echt nur daran, dass wir nicht genug Erz reinbekommen. Ja, schade. Okay. Speedmodule. Ein Speedmodul. So. Ja, also die reichen. Tränke. Oh ja, Forschung liegt mal wieder brach. Das sollte ich auch wieder anfangen. Ich wollte Raketenforschung haben, damit ich Waffenforschung machen kann. Waffenforschung 3. Ermöglicht kommen mit Shotgun und Sniper Rifle. Research. So, jetzt sind die alle am Arbeiten. Das Problem ist nur, sie arbeiten jetzt nur alle, weil gerade genug blaue Tränke da waren. Sobald der erste Zyklus jetzt durch ist... Was zur Hölle macht das? Das ist mir suspekt. Ich glaube, ich tue lieber Speed-Module rein. Also sobald der erste Zyklus durch ist, was er gleich ist, können die Fabriken hier schon mal keine neuen blauen Tränke nehmen. Das heißt, nur die hinteren sechs arbeiten. Weil es hatte sich halt in der Zwischenzeit hier was gestaut an blauen Tränken. Das heißt, eigentlich arbeiten effektiv am Ende nur vier Fabriken oder so, weil wir halt nicht genug hellblaue Tränke haben. Das heißt, wir können jetzt entweder dafür sorgen, dass mehr hellblaue Tränke hergestellt werden, oder wir cutten das Ganze einfach auf vier oder sechs von denen runter und leben dann damit. Wobei ich denke, die Forschung später wird wesentlich länger dauern. Da brauchen wir auch dementsprechend viele Fabriken. Also sollten wir eher an dem Tränkeproblem arbeiten. Was jetzt nicht so schön ist. Oh doch. Der Gerogon der vergangenen Vergangenheit hat sich damit schon mal auseinandergesetzt und hatte hier eine Idee, einfach eine Fabrik direkt hier drunter zu setzen. Du da, du da. Du da.
Das heißt, wir wollten aus diesem 2x2-Komplex einen 3x3-Komplex machen und dann passt das alles soweit. Ich denke aber, es macht mehr Sinn, wenn ich jetzt erstmal hier Speed-Module reinhaue und darauf überhaupt erstmal eine gelbe Fabrik mache, bevor ich jetzt hier wieder groß umbaue. Ja, das klingt besser. Was fehlt denn in meinen Privatreserven? Eisen. So, oh, du hast keine Kohle mehr. Bitteschön. Habe ich genug Stahl dabei? Gib mir mal da Stahl und so. So. Und das ganze Eisen. So, genau. Bau mal 5 Speed-Module. Und grüne Chips. Haha, ich kann mir grüne Chips klauen. Wow. Das ist schön. Man knabbert folgenlang an so einem Existenzminimum rum mit irgendwelchen Ressourcen. Dann bastelt man ein bisschen was dran rum, denkt, ach ja, es bringt ein kleines bisschen mehr. Und dann, bam. Ja, hier. Hör auf, die selber herzustellen. Du kannst das einfach alles direkt so. Ja, sehr gut. Also grüne Tränke, grüne Chips sind erstmal genug vorhanden. Ja, ist okay. Es ist alles okay. Also wir müssen eigentlich nur dafür sorgen, dass noch mehr Eisen kommt, dann ist hier alles gut. Ich denke, ich werde nach und nach einfach alle Splitter ersetzen durch schnelle, alle Untergrunddinger ersetzen durch schnelle. Zum Beispiel hier ist ja auch eine Bremse drin. Da ist eine Bremse drin, hier ist noch falsche Splitter und all sowas. Und es kommt überhaupt noch nicht genug Eisen an. Aber das wird alles nach und nach durch Rot ersetzt. Und dann laufen auch alle Fabriken hier oben wesentlich flüssiger. Schön, okay. Speedmodule, mehr Speedmodule. Nicht für dich, sondern für eine gelbe Fabrik, die ich gleich bauen will. Da. Oh, Eisenzahnräder. Die puffern wir auch, ne? Genau, gib mal. Oh. Das sieht nicht gut aus. So, Military 3 haben wir. Wir können die Combat Shotgun bauen. Sehr schön. Dann hätte ich doch gleich mal gerne Military... Oh. Wir müssen Aliens töten. Ich will keine Aliens töten. Ja, vor allem, wir müssten sie jetzt töten, ne? Weil wenn wir sie jetzt nicht töten, werden wir niemals in der Lage sein, die Spawner zu töten. Nicht gut. Flammenwerfer. Oh, Charakter-Logistik-Slots. Wir brauchen erstmal Roboports. Ich glaube, wir können auch gar keine Roboports bauen. Das ist... Oder? Doch, können wir. Oh, wir können sogar jetzt sofort einbauen. Bauen wir jetzt sofort einen Roboport, bitte. T, T. Also, wir müssen an lila Tränke rankommen, langfristig. Das heißt, wir müssen immer wieder Spawner killen. Momentan haben wir es nur mit Kleinbeißern und diesen Hunden zu tun. Das war zumindest unser letzter Stand. Es werden wahrscheinlich jetzt schon mittlere dabei sein. Obwohl, nee, wir hatten jetzt letztes Mal schon mittlere, ne? Ich glaube, ja. Also eventuell haben wir jetzt schon große. Und wir haben zwar eine Combat Shotgun, aber wir haben keine Combat Shotgun mit panzerbrechender Munition. Und selbst mit einer Combat Shotgun und panzerbrechender Munition und MK2-Rüstung, wobei wir noch nicht mal die Modulare haben, hatten wir damals Probleme, die großen Beißer anzugehen. Teilweise. Ach ja, und 3G-Hilfen, wodurch wir durchgehend rückwärts laufen konnten und schießen. Und trotzdem waren die großen Beißer noch ein Problem. Also, oh, die G-Hilfe ist da. Aha. Benötigt Solarzellen, okay. Ja, also ich denke nicht, dass wir die Basen so leicht knacken können. Das ist ein bisschen problematisch. Wir müssten irgendeinen Weg finden, dass wir an lila Tränke rankommen, ohne Spawner zu killen. Also aus den Leichen vielleicht irgendwie. Das ging bei diesem anderen größeren Modpaket. Nicht Ditech, sondern F-Tech oder F-Mod. Irgendwie so in der Richtung. Da konnte man aus den Überbleibseln von Gegnern Alien-Artefakte zusammensetzen. Aber gut, das hilft uns jetzt nichts. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir portable Solarpanels, damit ich meine Gehhilfe machen kann. Damit ich wenigstens schreien vor den großen Beißern weglaufen kann, wenn ich sie schon nicht töten kann. So, das ist in Arbeit. Wir hatten keine Pufferkiste für Eisenzahnräder, weil hier nicht genug Eisen ankam. Weil hier nicht genug Eisen ankam. Weil hier nicht genug Eisen ankam. Ja, gut.
Wir haben jetzt nicht genug Flüssigeisen, damit die alle durchgehend laufen, ne?